Wir möchten euch heute mal aus unserer Erfahrung insgesamt 10 Erweiterungen zeigen, mit denen wir einfach immer wieder mal arbeiten und die uns im Contao-Alltag das Leben einfach ein bisschen leichter machen. Und genau, ich denke, ein paar Erweiterungen kennt man schon, ein paar vielleicht noch nicht, aber ich denke, wir sind froh, wenn für jeden da ein bisschen was dabei ist und jeder ein bisschen was mit heimnehmen kann. Vielleicht mal ganz kurz zu uns. Mein Name ist Jan Lippstreu. Ich bin von der Agentur aus Aalen, Baden-Württemberg, von der Firma Sineos. Und genau, hortkodiert die Kim aus Karlsruhe. Vielleicht noch ganz geschwind, was wir so machen. Also wir sind beide, denke ich mal, kann man uns als Frontendler oder als Projektmanager bezeichnen. Das heißt, wir sind keine Entwickler, sondern wir wenden diese Erweiterungen einfach an. Wir installieren, wir konfigurieren und gucken einfach, dass wir den Kunden Lösungen bieten. Zu mir, ich bin zarte 33 Jahre alt, komme wie gesagt aus Aalen und Hobbys, ja. Ich betätige mich ganz gerne sportlich und was ich überhaupt nicht mag, ist nasskaltes Wetter und wenn irgendwelche Sachen nicht vorangehen. Genau, ich bin die Kim. Die meisten von euch kennen mich. Ich war jetzt eine Weile inkognito unterwegs, familiär. Ich komme eben aus Karlsruhe, bin 32, bin eben auch hauptsächlich im Frontend unterwegs und mit Vollkornnudeln könnt ihr mich jagen. Genau, also die Kim und ich haben uns vor Jahren auch auf einer Konferenz kennengelernt. Also auch ein Beispiel dafür, dass Networking und die Community funktioniert. Und wir beide arbeiten eigentlich so ungefähr gleich lang, also immer so 2009, 2010 mit Contao. Wir haben noch auf der Version 2 angefangen, sind auch im Forum aktiv und genau. Jetzt ist es so, viele von euch hatten ja eine relativ lange Anreise zu der Konferenz und hatten gestern auch schon einen ziemlich langen Tag, dass wir gesagt haben, okay, es ist Freitagmorgen, wir wollen jetzt nicht zu hart irgendwie einsteigen und so der Einstieg in eine Präsentation, also wir stehen jetzt auch nicht jeden Tag auf der Bühne. Wie schaffen wir so den Einstieg so ein bisschen? Da gibt es normalerweise zwei Möglichkeiten. Entweder man erzählt einen Witz oder Katzenbabys. Jeder mag, glaube ich, Katzenbabys. Wir lassen den Witz mal weg. Wir haben uns für die Katzen entschieden. Von daher auch hoch die Hände Wochenende. Und das mal so als Einstieg. Vielleicht ist es nicht ganz so hart, ist am Freitag. Und genau. Wir fangen mal gleich mit der ersten Extension an. Das ist eine Extension, die wir selber geschrieben haben. Ihr alle kennt es, ihr habt Contao-Installationen, die schon über einen längeren Zeitraum irgendwo laufen. Manche daten von 2 auf 3 ab, dann sogar von 3 auf 4. Und im Laufe der Zeit kommen einfach immer mehr Sachen hinzu. Das können Bilder sein, das können Videos sein, das können Grafiken, SVGs sein und so weiter. Und es kann auch mal passieren, das wissen wir aus eigener Erfahrung, dass man sagt, okay, schnell, schnell, ich lade das Bild nur irgendwo hoch und ich sortiere es nachher irgendwo um. Dank vom Contao File Manager ist es ja möglich, Dateien zu verschieben, zu synchronisieren und das Bild wird immer noch gefunden. Im Laufe der Zeit kommt aber, also bläht sich diese Installation einfach total auf und ihr wisst gar nicht mehr genau, okay, ich habe hier irgendwo gefühlt 5 Millionen Bilder in meiner Installation, welche brauche ich eigentlich noch und welche kann ich eigentlich wegschmeißen? Das Ganze zieht auch mehr oder weniger einen Rattenschwanz nach sich, weil mit jedem Bild, das ihr irgendwo hochladet, wird auch beim Hoster das Backup länger oder dauert einfach länger. Die Dateisynchronisierung dauert länger. In Contao 4.8 oder 4.9, was das war, ist es zwar jetzt deutlich schneller mit InnoDB, aber es ist einfach unterm Strich Datenballast, der nicht unbedingt da sein muss. Das Ganze sieht im Backend folgendermaßen aus. Ihr habt hier dieses neue Icon. Das ist die ganz normale Dateiverwaltung in Contao. Und wenn ihr jetzt auf dieses Bild draufklickt, dann durchsucht diese Extension die komplette Datenbank. Ich spreche jetzt nicht von TL Content, sondern ich spreche von der kompletten Datenbank, auch Tabellen, die nicht den Präfix TL-Unterstrich haben. Wenn ihr dann auf dieses Bild draufklickt, seht ihr das Detail quasi und ihr seht, aha, dieses Bild kommt in meiner kompletten Installation 3-mal vor. Es ist in der Tabelle TL Content. Vom Elementtyp ist es in dem Fall Text. Ich kann mir die ID anzeigen lassen
Ihr seht, dass es ein JPEG-Bild ist. Das funktioniert auch mit PNG und mit GIFs. Ihr seht die Details, das heißt den Dateinamen, die Auflösung und sogar noch die Seite, wo das Ganze eingebunden ist. Die Icons rechts sind euch, denke ich mal, vertraut. Das heißt, ihr könnt euch nähere Infos anzeigen lassen, das Inhaltselement direkt ausblenden, ihr könnt es löschen und wenn ihr auf den Bleistift geht, dann könnt ihr auch direkt dieses Element bearbeiten. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir das machen. Das müssen wir auch mit unserem Kunden noch besprechen, aber es kann sein, wir warten auch mal ein bisschen die Resonanz von euch ab, dass wir von diesem File Manager eine kostenlose Variante der Community bereitstellen. Wichtig vielleicht noch zu sagen, das funktioniert auch mit News. Das heißt, nicht nur, wenn das Element in TL Content ist, nur dann ist quasi der Bleistift ausgeblendet. Aber daran arbeiten wir noch, dass man Dateien, die in TL News vorkommen, direkt bearbeiten kann. Genau, also ich denke, das ist ein Tool, was auf Dauer hilft, die Installation einfach sauber zu halten. Genau, dann zweite Extension. Eigentlich relativ einfach, Lazy Loading. Frage, wer verwendet bei seiner Installation Lazy Loading? Okay, relativ, also verhältnismäßig wenig. Lazy Loading ist eine Extension von der Häuptling, heißt Lazy Images. Und im Grunde ist es total cool, weil diese Erweiterung ist eigentlich mit 2-3 Klicks über den Manager installiert. Ihr müsst euch da um relativ wenig kümmern, aber in Sachen Performance bringt diese Extension einfach relativ viel. Machen wir mal ganz kurz einen Vergleich. Stellt euch mal eine Seite vor, die von mir aus 120 Bilder hat in irgendeiner Galerie. Wenn ihr die Seite ladet ohne Lazy Loading, dann wird diese Seite erstens mal komplett vollständig geladen und zweitens wird sie willkürlich geladen, wie es der Leo auch gestern gezeigt hat. Das kann natürlich ziemlich lang dauern, vor allem im mobilen Bereich und ja, Deutschland Netzabdeckung. Ich denke, wir kennen es ab und zu mal, dass wir nur Edge haben und nicht gerade LTE oder LTE Plus. Und das kann einfach relativ lang dauern und Seitenladezeit ist erstens mit einem Wink auf Benutzerfreundlichkeit wichtig und zweitens auch auf Suchmaschinenoptimierung. Wenn ihr die Seitenladezeit messen wollt, ich denke, wir alle kennen Google PageSpeed Insights, es gibt aber auch noch andere Tools wie GTmetrix oder YSLO, die helfen euch auch noch, sage ich mal, Ladezeitkiller zu identifizieren und auszumerzen. Lazy Loading hat der Leo auch gestern noch gezeigt, ab Contao 4.9 ist es im Standard mit drin. Allerdings nur für Browser mit WebKit Engine, das heißt Chrome, Opera und Safari. Firefox hat noch ein bisschen macht ihr eigenes Sach. Ich denke aber, dass die das auch irgendwann nativ, dass das die danach ziehen werden. Zurückzukommen auf das Beispiel. Es gibt einen Bereich, der im Moment sichtbar ist. Das nennt sich Above the Fold. Das heißt, Above the Fold ist dieser sichtbare Bereich, was ihr gerade seht. Wenn ihr jetzt auf die Seite geht, seht ihr normalerweise oben irgendwo euren Header mit Logo, mit Navigation, vielleicht irgendeinen Teaser. Und alles, was darunter ist, wo ihr quasi scrollen müsst, das ist das, was nicht sichtbar ist. Und erst wenn diese Bilder in den sichtbaren Bereich kommen, dann werden die nachgeladen. Davor habt ihr verschiedene Möglichkeiten, einen Platzhalter einzubauen, macht diese Extension aber alles automatisch für euch. Das heißt, wenn diese Bilder in den sichtbaren Bereich kommen, erst dann werden sie geladen, was auch Sinn macht, denn warum sollte man 90% Bilder laden, wenn man überhaupt die nicht braucht? Ihr könnt diese Extension, wie gesagt, einfach über den Manager installieren und die nimmt euch eigentlich relativ viel ab. Ihr könnt es auch sofort messen. In Google PageSpeed die Ergebnisse aus meiner Sicht beeindruckend. Probiert es einfach mal aus. Nächste Erweiterung, TinyPNG. Wer hat schon mal was von TinyPNG gehört oder von TinyJPEG? Sehr gut. Kennt jemand die Erweiterung von Christian Barkowski, TinyPNG? Okay. Für die, die es nicht kennen, es gibt im Grunde im Web 3 renommierte Bildformate, GIF, JPEG und PNG.
Bei GIF kommt es eher auf die Schärfe drauf an, hat aber nicht den Farbumfang wie JPEG oder PNG. Bei JPEG kommt es eher auf die Farben drauf an, hat aber nicht diese Detailtreue oder diese Tiefenschärfe wie PNG oder GIF. Und PNG hat im Grunde das Beste aus beidem. Seit Firefox 65 unterstützt, also das war glaube ich im Januar, wo die 65er Version rauskam, unterstützt auch Firefox WebP-Format. Das ist ein Format von Google und ist nochmal ein bisschen kleiner von der Dateigröße her wie PNG. Was macht TinyPNG? Im Grunde, wenn ihr Bilder habt, ihr bearbeitet eure Bilder von mir aus in Photoshop oder GIMP und speichert diese Datei als JPEG oder PNG, dann wird diese Datei nach einem gewissen Algorithmus runtergerechnet und die Datei hat nachher eine gewisse Größe, beispielsweise 500 Megabyte. Ihr könnt dieses Bild nehmen, könnt es zu TinyPNG hochladen und TinyPNG rechnet dieses Bild neu. Das heißt, ihr könnt euch sehr viel Dateigröße sparen bei verlustfreier Komprimierung. Das bedeutet, ihr habt im Grunde das gleiche Bild in der gleichen Qualität, aber dann ist das Bild eben nicht 500 Kilobyte groß, sondern vielleicht nur 200 Kilobyte, je nachdem. Es gibt Bilder, die haben nur 10% Einsparung, es gibt Bilder, die haben 60% Einsparung. Bei einem Bild mag das nicht so viel ausmachen, wenn ihr aber wieder über die Masse geht, dann kann euch das richtig Seitenladezeit ersparen. Es gibt auch ein Photoshop-Plugin, das ist aber kostenpflichtig. Das heißt, ihr könnt euch dieses Hochladen, Komprimieren, wieder runterladen, per FTP hochladen oder über den Uploader, könnt ihr das einfach sparen. Ich hatte am Mittwochabend noch mit dem Christian Barkowski gesprochen. Er hat gemeint, er ist jetzt auch schon an einer Weiterentwicklung dieser Erweiterung dran. Im Grunde funktioniert es folgendermaßen. Ihr nehmt dieses Bild, schiebt es über den normalen Uploader im Backend hoch und dann werden die Bilder komprimiert. Ihr müsst euch allerdings bei TinyPNG einen API-Schlüssel holen. Ihr könnt im Monat 500 Bilder, meine ich, 500 oder 1000, ich meine 500 Bilder, könnt ihr kostenlos komprimieren lassen. Danach, wenn es mehr sind, braucht ihr dieses kostenpflichtige Modell. Ich meine, das sind so ungefähr 70 Euro im Jahr. Also auch nicht die Welt. Jetzt fragen sich manche vielleicht, okay, ich habe eigentlich keinen Bock, das jedes Mal über den Uploader zu machen. Ich will die Bilder, wie gesagt, alle per FTP hochladen. Was ich gerade gemeint habe, war, dass der Christian dran ist, das zu machen. Es gibt da aber noch keine Zeit, wann das fertig ist. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit nachher zu sagen, ich gehe in meine Dateiverwaltung und die Bilder, die bereits auf dem Webspace drauf sind, kann ich nachträglich noch optimieren. Also zwei Möglichkeiten, entweder ich schiebe sie über den Uploader hoch, dann werden sie bereits neu gerechnet und optimiert, oder sie sind bereits drauf, dann kann ich sie nachträglich noch optimieren lassen. Im Grunde, wer das noch nicht kennt, hat hier, geht es mit dem Video? Genau. Wir sehen im Grunde links, es ist ein und dasselbe Bild, links hat das Bild 641 Kilobyte und rechts 162. Und bei dem Slider werden im Grunde die Bilder übereinander gelegt und ihr seht eigentlich nichts oder keinen Unterschied. Aber wenn ich überlege, dass das rechte Bild nur ein Viertel so groß ist wie das linke, ich denke, das macht durchaus Sinn, sich diese Erweiterung mal anzuschauen. Funktioniert super einfach und bringt relativ viel in Sachen Performance. Das Schöne ist, es gibt auch einen Vorab-Test. Das heißt, ihr könnt einfach eine URL eingeben. Wir haben das mal getestet mit contao.org. Ihr gebt die URL in dem Analyzer ein, das ist tinypng.com/analyzer und der Analyzer scannt eure komplette Seite durch, welche Bilder optimiert werden können. Also wir haben hier auch bei contao.org haben wir 3 Bilder gefunden, normalerweise 281 Kilobyte, wir könnten das oder TinyPNG könnte das auf 83,2 runter reduzieren, das heißt da ist eine Verbesserung von 70% von den Bildern da. Genau, dann Newsletter-Synchronisation mit Cleverreach. Wer von euch macht mit Contao Newsletter? Okay. Habt ihr dann auch eine externe Anbindung zu Newsletter2Go oder zu Cleverreach oder wie macht ihr das? Ja? Okay.
Clever Reach ist hier jetzt ein Beispiel. Es gibt meines Wissens nach drei große: Clever Reach, Newsletter to Go und Mailchimp. Wir möchten jetzt mal beispielhaft die Schnittstelle zu Clever Reach vorstellen. Gibt es im Grunde zwei Stück: einmal von 47 Grad Nord und einmal vom Alexander Naumov. 47 Grad Nord hat es, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Es ist aber, also es funktioniert, glaube ich, schon, aber es wird noch weiterentwickelt. Die letzte Version kam, glaube ich, im Mai diesen Jahres und die Version vom Alex Naumov kam im Juli diesen Jahres. Ist auch auf GitHub zu finden. Wenn ihr Newsletter macht, dann gibt es einfach Kunden, die verschicken am Tag etliche 100 E-Mails. Und wenn ihr das ohne dieses externe Tool macht, dann lauft ihr relativ schnell Gefahr, Probleme zu bekommen mit Spam oder dass ihr geblacklistet werdet. Und wir hatten schon den Fall, also wir haben einen Kunde, der macht sehr, sehr viel mit Newsletter und Mailing, der hat am Tag über 1000 E-Mails verschickt. Klar, dass wir irgendwann eine E-Mail vom Hoster bekommen haben, was ist denn da los? Und genau deswegen haben wir einfach die Erfahrung gemacht, es ist besser, solche Geschichten extern zu lagern an Newsletter-Tools wie Clever Reach zum Beispiel. Bei Clever Reach, das soll jetzt keine Werbung sein, wie gesagt, wir hätten auch Mailchimp nehmen können, im Grunde können diese Newsletter- oder E-Mail-Marketing-Geschichten mehr oder weniger das Gleiche. Ihr könnt bei Clever Reach bis zu 1000 E-Mails im Monat kostenlos versenden. Das Coole ist auch, dass ihr bei Clever Reach eine Auswertung bekommt, zum Beispiel über Öffnungsrate, Klickrate, Bounce-Rate, wie viele E-Mails habe ich verschickt, wie viele kamen an, wie viele landeten im Spam, welche haben es gelesen, welche haben wo drauf geklickt und so weiter. Im Grunde funktioniert es folgendermaßen: Ihr registriert euch bei diesem Newsletter-Anbieter und ihr könnt da im Grunde alles designen. Ihr könnt eure Templates machen, ihr könnt eure Bilder einbinden, ihr könnt eure Empfängerlisten anlegen und so weiter. In Contao braucht ihr im Grunde nur den Formulargenerator. Natürlich die Extension auch. Also ihr installiert euch die Extension, geht in den Formulargenerator, legt die Formulare an, die ihr möchtet und gebt denen quasi einen einmaligen Wert mit, also zum Beispiel E-Mail. Muss halt dann genau so heißen, wie auch das Feld bei Clever Reach oder bei dem Anbieter eben heißt. Das heißt, die beiden Sachen müssen synchron sein und ihr könnt diese Geschichten dann einfach zu eurem Anbieter rüberschieben. Das heißt, die Leute können sich auf eurer Contao-Seite registrieren, ihr schiebt die Sachen rüber zu Clever Reach oder eben zu Newsletter2Go und wird das Ganze eben dann, von da aus könnt ihr eben dann alles versenden. Wir haben damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Jo, dann komme ich zu meiner letzten Extension. Das ist das EMS. Das EMS steht für Event Management System. Ich muss noch sagen, das läuft derzeit noch auf Contao 3. Und wir sind da aber gerade dran zu schauen, wie wir das Ganze auf Contao 4 hochziehen. Im Grunde ist das EMS eine Erweiterung für das in Contao bereits integrierte Event-Modul. Wir können zum Beispiel, wir haben die Möglichkeit, dass wir Events erstellen und wir können sagen, wir haben eine gewisse Anzahl an Mitgliedern, die sich anmelden kann. Das heißt, wir haben einen Saal, der hat von mir aus 200 Plätze und wir haben 200 Plätze, das heißt auch nur 200 Anmeldungen. Wenn es jetzt zum Beispiel Leute gibt, die auf der Bühne stehen, dann können wir für diese Speaker auch ein gewisses Kontingent reservieren. Das können wir entweder prozentual angeben, dann wird es dementsprechend gerundet, oder wir können auch eine feste Zahl angeben. Das heißt, wir haben 5 Speaker und jeder hat von mir aus 10 Stück, die er reserviert hat, dass er eben seine Plätze auch voll bekommt. Anmeldungen, Abmeldungen haben wir mit drin. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Leute, die sich anmelden, jemanden mitbringen, also wir nennen das Ganze Begleitpersonen. Wir haben verschiedene Statusmeldungen, die man machen kann. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel eine Anmeldebestätigung, eine Abmeldebestätigung oder ich bekomme auch automatisch 3 Tage vorm Event einen Reminder. Ich bekomme quasi eine E-Mail, das heißt, pass auf, du hast in 3 Tagen das Event, wir freuen uns auf dich. Und das Coole ist auch, wir haben eine iCal-Datei eingebaut, die als Anhang mit dabei ist. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob ihr auf dem iPad, auf dem iPhone oder auf dem Android seid. Ihr könnt direkt sagen, trag mir diesen Termin in meinen Kalender ein. Genau, dann wollten wir quasi auch noch flexible Datenfelder einbauen. Das heißt, ihr könnt dieses Event-Management-System auch noch frei erweitern. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich hätte ein Feld, dass die Leute
ein Mitbringsel mitbringen, Kaffee, Kuchen, Salat, was auch immer. Und ihr könnt die ganzen Geschichten auch in Excel exportieren. Im Backend schaut das Ganze mal mit zwei Screenshots so aus, dass ich mir quasi links meinen Excel-Export konfigurieren kann. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen, dass ich sagen kann, okay, Zeile 1, Spalte 2 zum Beispiel, kommt Vorname, in Spalte 3 der Nachname und so weiter. Das heißt, ich kann mir da einfach meinen Export sehr genau zusammenstricken, wie ich das möchte. Und wir unterstützen auch XLSX-Format. Das heißt, wir können da auch direkt, also wir legen quasi eine Excel auf dem FTP ab, können da auch Farben, Logos, Schriftarten und so weiter alles einbinden und wir schreiben im Grunde nur von Datenbank in Excel rein. Hat im Grunde den Hintergrund, dass man abhaken möchte, wer kamen eigentlich alles zu einem Event und hat dann einfach eine Übersicht, wie viele wirklich das Event besucht haben. Ansonsten kann ich mir auch meine ganzen Statusmeldungen anlegen. Ich habe zum Beispiel die Anmeldung für eine Begleitperson, Abmeldung, die kann ich einfach designen in Contao direkt mit Bildern, mit Links und so weiter, mit Insert-Text. Das wird alles gezogen. Und genau, das ist im Grunde das Eventsystem. Man kann sich das Ganze auch unter ems.sineos.de anschauen. Und also ein Kunde, der das von uns quasi einsetzt, ist die Firma ProWin. Ich glaube, diese Putzmittel, so ähnlich wie, die machen auch so Network-Marketing, machen die recht viel. Und im Grunde, man trifft sich abends bei den Leuten zu Hause und stellt die Produkte vor. Und es gibt bei ProWin, sage ich mal, 4 Ebenen, Berater, Teamleiter, Vertriebsleitung und Direktion. Und diese Direktionen ist eben die größte Stufe, das heißt, die machen solche Events wie hier und dafür wurde das im Grunde entwickelt. Genau, dann bin ich mit meinen 5 Erweiterungen eigentlich auch schon durch und würde jetzt mal an die Kim übergeben. So, hallo zusammen. Ich stelle euch eine kleine schnuckliche Erweiterung vor, die den Usern aus dem WordPress-Umfeld, die sich netterweise für Contao entschieden haben, den Umstieg ein bisschen erleichtert. Ich habe das ganz oft, also auch unabhängig, ob der Kunde jetzt aus der WordPress-Welt kommt, die fragen mich immer, ja okay, und da hänge ich jetzt dann das Bild an am Textelement und ja, wo lade ich das denn jetzt hoch? Und dann erkläre ich, ja klar, Sie gehen da hier auf Auswahl ändern und dann muss das Bild eben in der Dateiverwaltung drin sein. Oder Sie können es hier oben dann noch hochladen. Das ist den meisten viel zu kompliziert. Und deswegen finde ich diese Erweiterung hier von meinem lieben Freund Sven Baumann echt schnucklig und toll, weil die mir einfach ein Dropzone-Feld ermöglicht. Und ich kann, beziehungsweise der Redakteur kann das Bild dann einfach direkt hochschubsen und es wird automatisch angehängt in diesem speziellen Inhaltselement. Zwei kleine Nachteile bringt es dann mit sich. Zum einen, in der Dropzone kann man ja mehrere Bilder hochladen. Das Contao-Inhaltselement Text unterstützt aber eben nur ein einziges Bild. Deswegen wird immer das Neueste oder das Letzte genommen, das man gerade hochgeladen hat. Das Nächste, wo man ein bisschen aufpassen muss, es lädt eben alles in den Ordner Files Dropzone Upload hoch. Das heißt, da kann es dann halt ein bisschen unsortiert werden, je nachdem, wie wild der Redakteur da zugange ist. Aber da kann der Extended File Manager vom Jan dann vielleicht eben auch Abhilfe schaffen, dass man die Bilder tatsächlich nochmal findet, löschen und umziehen kann. Ist auch, wie man am Screenshot sieht, lauffähig für Contao 4 und ganz einfach installierbar über den Manager. Dann haben die Jungs von Nummer 2 auch was richtig Cooles auf die Straße gebracht. Die Proper File Names. Wir kennen das auch alle. Wir kriegen vom Kunden, vom Fotograf irgendwelche wild benannten Dateien, die teilweise Leerzeichen enthalten, Umlaute, irgendwas, Großbuchstaben, also ein ganzer Wildwuchs. Die Dateinamen sind teilweise ewig lang und wenn diese Erweiterung installiert ist, könnt ihr einfach in den Einstellungen einen Haken setzen und dann wird automatisiert jedes Bild, das man über die Dateiverwaltung hochlädt, entsprechend umgeschrieben. Das bedeutet, Sonderzeichen werden umgeschrieben, also Umlaute werden umgeschrieben auf AE etc. Großbuchstaben werden zu Kleinbuchstaben, Leerzeichen werden zu Binde oder Unterstrichen, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, zu Bindestrichen.
Und ihr bekommt auch immer das Feedback, wenn es hochgeladen wird über die Dateiverwaltung, dass das Bild eben jetzt in diesem Moment umbenannt wurde, wie man hier unten sieht. Ach nee, ein Umlaut wird sogar zum ganz normalen Buchstaben umgeschrieben. Als nächstes ein ganz alter Bekannter, BackupDB. Nutzen wahrscheinlich auch extrem viele, um sich mal kurz einen SQL-Dump zu ziehen. Was viele gar nicht wissen oder gar nicht nutzen, man kann über diese Erweiterung auch ein automatisches Backup anstoßen, über einen cronjob. Der Hagen, der hat da einfach eine Datei reingemacht, die kann ich über den Browser aufrufen, kann diese Datei eben über einen cronjob wiederum ansteuern, ist leider eben kein serverseitiger cronjob, also es läuft eben über einen Webaufruf. Das bedeutet, ich muss den Contao Poorman cron benutzen. Das wiederum bedeutet, wenn ich jetzt unbedingt jeden Tag um 15 Uhr zum Beispiel ein Backup brauche und genau um 15 Uhr ist eben kein User auf der Seite, wird der cronjob zu dieser Zeit nicht angestoßen, sondern erst zum nächsten Mal, sobald wieder sich ein User im Frontend der Seite befindet. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir alle Seiten haben, die mindestens einmal täglich besucht werden. Deswegen sollte das eigentlich hinhauen. Ganz toll finde ich da auch, man kann eben einfach konfigurieren, dass ich eben immer für eine Woche, für 7 Tage das Backup brauche und alle älteren werden dann automatisch gelöscht. Oder ich stelle eben 14 Tage ein, je nachdem, was ihr braucht und auch wie groß euer Webspace dafür eben ist. Eine E-Mail-Benachrichtigung kann man sich auch einrichten. Das findet ihr alles in den Contao-Einstellungen, ist aber ein bisschen versteckt, weil es eben immer zusammengeklappt ist. Und ja, klappt es mal auf und spielt mal damit rum. Dann hat der liebe Kamil von CodeFork, hat auch was richtig Geiles gemacht, finde ich. Ein Elementfilter. Wir kennen das auch oft aus der WordPress-Welt, dass die Kunden halt im Theme irgendwas sehen, da ist dann so ein Filter, eine kleine Galerie, da kann man oben dann draufklicken, hat oben verschiedene Kategorien und dann schwurbelt sich das so Masonry-mäßig zusammen und man hat dann einen richtig coolen Filter. Das haben wir in einigen Contao-Themes auch zur Verfügung. Funktioniert dann aber eben meistens über News, die da irgendwie aufgebohrt werden und die brauchen dann eine bestimmte Klasse und ja, das ist einfach relativ kompliziert, auch für den Redakteur zu verstehen. Wenn man jetzt aber nur so einen ganz kleinen Filter braucht, wie jetzt, man hat jetzt zum Beispiel 30 Textelemente und möchte die irgendwie filtern, dann installiert man sich einfach den Contao Elements Filter, setzt im umschließenden Artikel, also in den Artikeleinstellungen, den Haken, dass man gern den Filter benutzen möchte. Ich zeige es euch hier mal kurz. Also hier im linken Screenshot seht ihr, ich möchte den Elementfilter aktivieren. Wähle noch den Handler aus, das bedeutet, ich kann eben auswählen, ob es Standard-JavaScript ist oder ob es sich über Masonry oder irgendeine andere Library neu sortiert. Dann setze ich eben die Filter, kann die noch mit einer Klasse versehen etc. für eigene Effekte und. Und wenn ihr in den rechten Screenshot reinschaut, das ist dann im jeweiligen zum Beispiel Textelement, das sich in diesem Artikel befindet, da könnt ihr einfach sagen, dieses Element hat die Kategorie klassische Anwendung zum Beispiel. Und das richtig Coole ist, es funktioniert mit, also ich habe jetzt, ich würde mal sagen, mit so ziemlich jedem Inhaltselement, also egal, ob es ein Rock-Solid-Slider ist oder ein YouTube-Video, eine Galerie, ein Bild, Textelement. Also ich habe es ja alle mal ganz grob durchgeguckt und es funktioniert eigentlich mit allem, wo man irgendwie sinnvoll Content reinpacken kann. Dann ein kleines Goldstück, auf das ich auch kürzlich gestoßen bin und wirklich nicht mehr missen möchte, weil die Kunden einfach ständig fragen, ja, wie kann ich denn jetzt eigentlich, wenn ich da jetzt ein Bild hochlade, kann ich das nochmal nachträglich bearbeiten? Ich habe keinen Photoshop, wie schneide ich das denn zu? Jetzt kann ich ganz entspannt sagen, okay, Sie laden es einfach hoch und Sie können es mit dem Image Crop vom Georg Preisel ganz einfach bearbeiten. Ihr habt da dann ein neues Icon, ich bin zu klein, aber ihr seht es ja, ein Zuschneiden-Icon, ist jetzt für uns wahrscheinlich ein bisschen intuitiver als für jemanden, der nicht mit Photoshop arbeitet, aber Gewöhnungssache. Und dann hat der Redakteur oder wir selber im Backend, wenn wir gerade kurz zu faul sind, einfach die Möglichkeit, das Bild zuzuschneiden, so wie wir es möchten. Wir kriegen hier eben auch rechts immer eine kleine Vorschau in verschiedenen Thumbnails, dass man sieht, wie wirkt dieser Bildausschnitt eigentlich in verschiedenen Größen.
Wir können das Bild drehen, das seht ihr hier unten. Hier sind noch verschiedene Icons, man kann es eben, ja, man kann es einfach hin und her schieben, man kann es drehen, man kann auch noch zoomen. Also das hilft dem Redakteur wirklich sehr. Und ja, also ich habe es mittlerweile eigentlich fast überall drin. Wenn ich weiß, der Kunde pflegt selber und hat kein Photoshop, dann vereinfacht es eben mir und dem Redakteur wirklich ganz, ganz viel. So, das war's. Wir wären durch und hoffen, wir haben euch mindestens eine Erweiterung gezeigt, die euch ein bisschen weiterhilft und freuen uns über Fragen, Feedback. Die Frage war bezüglich dem Syneos Extended File Manager, ob es möglich ist, mehrere Dateien zu markieren und sie dann quasi in Liste anzeigen zu lassen. Ich hätte gern das, das, das und das Bild. Wo werden diese Bilder verwendet? Nein, diese Möglichkeit gibt es momentan noch nicht. Wir haben gerade nur dieses eine Icon. Ist aber eine ganz gute Idee und wir werden das aufnehmen, dass man das eventuell macht. Die Frage war, oder die Frage bezog sich auf die Schnittstelle zu Cleverreach, zu diesem E-Mail-Marketing-Tool, ob sich die Schnittstelle nur auf die Kontakte bezieht oder eben auf die Inhalte. Die Schnittstelle bezieht sich nur auf die Kontakte, das heißt im Grunde werden nur die Kontakte rüber synchronisiert. Die E-Mail, was nachher verschickt wird, wird alles komplett über Cleverreach bzw. über dieses externe Tool wie Mailchimp, Cleverreach oder Newsletter to go wird alles angelegt. Also ihr schiebt wirklich nur die Kontakte von A nach B. Was es wiederum aber auch sehr einfach macht. Vor allem bei diesen externen E-Mail-Marketing-Tools haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass die E-Mails wirklich sauber ankommen, weil ich denke, die beiden bekanntesten E-Mail-Clients sind Outlook und Thunderbird. Und man muss teilweise, zumindest war das vor einer gewissen Zeit noch so, wirklich noch mit Tabellen arbeiten, weil diese E-Mail-Clients nicht wirklich CSS-Unterstützung bieten. Aber mit diesen externen Tools, die machen das wirklich gut und ich habe eben auch die Gewissheit, dass diese E-Mails auf dem Tablet, auf dem Smartphone, auf dem 16:9 Bildschirm ordentlich angezeigt werden. Das ist eine gute Idee. Die Frage oder die Anregung war quasi die, dass man in dieser Liste bereits sieht, ob dieses Bild verwendet wird, ja oder nein. Man könnte das zum Beispiel über das Auge machen, dass das Bild verwendet wird oder eben nicht. Das heißt, ich sehe bereits in der Liste, ob es verwendet wird. Danke dafür, fand ich sehr gut. Wir können das, denke ich mal, noch einbauen. Momentan, dieser File-Manager ist noch relativ neu. Und wenn wir im Grunde schauen, ob das Bild verwendet wird, dann durchsuchen wir gerade eben noch die komplette Datenbank. Das heißt, wenn die Datenbank dementsprechend groß ist, dann vor allem TL Content hat eben sehr viele Einträge, dann kann das auch mal kurz dauern, bis es dann da ist. Wir überlegen gerade, dass wir noch eine beschleunigte Version einbauen. Das heißt, wir durchsuchen eben nur TL Content und alle anderen, TL News und so weiter, eben nicht mehr. Das heißt, wir können diese Indexierungszeit einfach sehr stark begrenzen oder eben beschleunigen. Aber das sind zwei wirklich gute Ideen, die wir gerne mit aufnehmen. Danke dafür. Bitteschön. Manche lachen, ich glaube, man kann diese Erfahrung auch, oder manche teilen die Aussage. Ja. Okay, im Grunde war auch nochmal vielleicht ein Verbesserungsvorschlag für dieses Tool, dass man nicht nur auf Bilder geht, sondern eben auch auf Module, dass man sieht, nicht nur welche Bilder werden wo verwendet, sondern auch welche Module werden wo verwendet. Wir prüfen mal, ob wir das so technisch umsetzen können, aber das sind drei gute Vorschläge. Wie gesagt, diese Extension ist relativ neu und wir haben eben mal angefangen, das zu machen mit dem, was uns eben so eingefallen ist. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir da eine kostenlose Version bereitstellen können und wenn euch die dementsprechend auch bei euren Sachen weiterhilft. Also angedacht war das Tool wirklich mal um Bilder, also die erste, im ersten Schritt oder die erste Idee, das erste Konzept war angedacht, um wirklich Bilder zu identifizieren. Mit InsertTags im Grunde parsen wir die komplette Datenbank durch, das heißt ein InsertTag, was ich Insert Content Element sowieso oder Insert Article bezieht sich ja auch wieder nur auf ein anderes Element oder auf einen anderen Datensatz in der Datenbank. Aber im Grunde dem Tool ist es vollkommen egal, was da steht. Er durchsucht die komplette Datenbank und zeigt das an. Duplikate werden aber im nächsten Schritt werden aber nicht angezeigt.
Frage von uns an euch, hat es euch gefallen und war was Neues für euch dabei, was ihr auch wirklich einsetzen könnt oder wo ihr euch vorstellen könnt, dass ihr es einsetzen könnt? Ja? Schön. Okay, prima. Dann vielen Dank euch.